Riesenandrang schon am Morgen. Vor der Geschäftsstelle und dem Saal des Nürnberger Roten Kreuzes haben sich lange Schlangen gebildet. Denn die Schulmittelaktion ist mittlerweile genauso bekannt wie beliebt. Schon zum 12. Mal wird damit Kindern aus sozial schwächer gestellten Familien unter die Arme gegriffen. Mit allem Nötigen für den Schulanfang oder den Schulalltag. Vielen Dank für dieses Geschenk von meinem Sohn. Wir sind glücklich, dass wir kriegen die Tasche. Sehr große Hilfe vom erstes Kind, vom dem Schüler gehen. Also das war super. Das ist sehr gut, weil mehrere haben halt leider Armut und es gibt ja nicht so viel Geld, was zu kaufen. Aber wenn es so ist, freut man sich auch drauf und die Kinder auch. Dankeschön nochmal für die Aktion. Die Tasche kostet viel, ne? Und ich habe Zwillinge. Gegen Vorlage des Nürnbergpasses bekommt jeder Schulanfänger eine neue Schultasche und jeder Schüler ein dickes Paket mit allen Materialien für den Unterricht. Ins Leben gerufen wurde die Schulmittelaktion vom Nürnberger Netz gegen Armut, das Jahr für Jahr Spenden sammelt, den Einkauf und das Packen organisiert und dann alles an bedürftige Familien verteilt. Der Bedarf ist riesig, weshalb sich auch die WBG an der Aktion kräftig beteiligt. Wir haben insgesamt, es geht jetzt um die Grundschuljahrgänge, also 1. bis 4. Klasse, etwa knapp 7.000 Nürnbergpasskinder in dieser Gruppe, die Anspruch haben auf Leistungen. Wir sind sehr froh über dieses Engagement. Die WBG ist ja seit vielen Jahren dabei, spendet seit vielen Jahren Schultaschen in großer Zahl. Und das ist so immer so ein bisschen das Highlight von unserer Schulmittelaktion. Einige Tage zuvor hatte die WBG 2000 Stiftung ihren Anteil zur Schulmittelaktion offiziell übergeben. Auch sie engagiert sich jedes Jahr für mehr soziale Gerechtigkeit im Bildungswesen und gegen Diskriminierung. Von Seiten der WBG-Stiftung kommt dieses Jahr der stolze Betrag von 6.000 Euro. Wir sind ja im Wohnbereich schon auch überwiegend für die einkommensschwächere Bevölkerung in Nürnberg eben da. Und deshalb ist es uns auch ein Anliegen, dass die Kinder aus einkommensschwächeren Familien gleiche Startchancen beim Schulbeginn haben. Und eben nicht, dass der eine mit den drei Farbstiften, die schon von seinem Bruder abgekaut wurden, hier in die Grundschule gehen muss. Und der kriegt eben hier ein komplett neues Farbstiftset und kann dann auch wunderbar zeichnen. Aber es geht uns nicht nur darum, dass das funktional alles vernünftig ist, dass der ein richtiges Geodreieck hat, das funktioniert, sondern wir wollen auch, dass der nicht gehänselt wird. Zunächst stapeln sich im Saal noch Hefte, Ordner, Stifte, Radiergummis und so weiter. Viele fleißige Hände sind nötig, um die etwa 2000 Sets zu packen. Unterstützung für etwas, was für Ärmere nur schwer zu schultern ist. Alleine ein neuer Schulranzen kann heutzutage schnell mal 200 bis 300 Euro kosten. Das finde ich toll und da sind wir auch darauf angewiesen, dass gerade große Unternehmen, die zum einen eine Stimme in Nürnberg haben, diese Anliegen mit weitertragen und natürlich dann auch finanziell unterstützen. Und WBG ist ein guter, starker Partner für uns als Rotes Kreuz. Und wir haben schon viele andere schöne Projekte auch zusammen gemacht, aber das ist eines der wirklich Projekte, wo einem das Herz aufgeht, wenn man Montag hier ist und sieht, wie glücklich die Kinder sind. Strahlende Gesichter, dankbare Eltern und Schüler. Mit der Schulmittelaktion helfen das Netz gegen Armut und die WBG gemeinsam, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich zumindest auf der Schulbank kleiner werden.